zu einem neuen Video von mir. Ich bin hier gerade am Schloss Schönbrunn. Ja gut, die bleiben gerade stehen wegen mir. Ihr könnt auch weitergehen. Das Schloss, da hatten wir schon eine Führung drin. Und wir sind jetzt, das ist jetzt schon der dritte Tag, wo wir hier sind. Und das ist Abschlussfahrt. Und Mann! Und ja, wir waren gestern schon mal beim Prater und beim Hardrock Café. Und ich habe mir einen Pulli gekauft, den ich euch wahrscheinlich nachher zeigen werde, weil jetzt ist es gerade doof. Und wir gehen nachher noch ins Naturhistorische Museum, denke ich. Und wir durften leider drinnen nicht filmen oder fotografieren, ansonsten hätte ich drinnen gefilmt oder so. Und das hat sich aber gestern auch noch nicht ergeben zu filmen. Und da dachte ich mir dann, fange ich hier an zu filmen. Und genau, was wir gestern noch so gemacht haben. Wir waren halt eben gestern im Kunsthaus in Wien vom 100 Wasser und haben eine Strandrundfahrt gemacht, was alles ziemlich interessant war so rum. Und ja, ich würde mal sagen, bis nachher. Leute, ich bin im Fernsehen, schaut mal. Da oben. Na gut, das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber ich bin im Fernsehen bei Madame Tussauds. Hier ist der Heinz Fischer. Mein Mensch. Und du bist. Hier ist noch die Queen. Ich habe den Präsidenten gefunden. Ja, der ist voll groß. Ich habe den Präsidenten gefunden. Obama. Hallo Albert Einstein. So schauen Wachsfiguren aus, wenn sie gemacht werden. Denke ich mal. Das ist Stefanie Heinzmann. Ich habe mich vorhin geirrt, das ist Christina Stürmer und nicht Stefanie Heinzmann. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Aber so sieht sie dann fertig aus. Das ist voll toll. Hier ist noch Udo Jürgens. Wen haben wir hier noch so? Hier ist David Hasselhoff. Yeah, Mann. Ich performe mit ihm auf einer Bühne. Wer ist denn nur da? Dann ist hier noch Falco. Falco ist da, oder? Ich stehe auf Falco. Ja. Dann ist da nur Madonna. Warte, da ist nur Madonna. Yeah. Also ich finde, wir sind uns zum Verwechseln ähnlich hier, ne? So Sandra Bullock und so. Voll cool. Übrigens bin ich hier gerade in Madame Tussauds, falls es noch keiner gecheckt hat. In Wien! Woohoo! Sein Name ist Bond. James Bond. Yeah. Leute, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr viel drehen, weil ich muss noch Text lernen mit dem Brad Pitt zusammen. Na, Nicole, wie geht's denn so? Also ich glaube, der Julia Roberts würde ein Dirndl gut stehen, genauso wie im Will Smith sowas steht. Und Johnny Depp steht auch außerordentlich gut eine rote Lederhose. Den haben wir hier denn noch so? Hier ist Robbie Williams. Ich sitze hier neben Robbie Williams. Da muss auch er schmunzeln. Dann ist hier noch Romy Schneider. Ich weiß nicht, wer das ist, aber sie ist cool. Und ich habe Katy Perry gefunden. Yeah. Den haben wir hier noch so. Wer ist das denn? Ich kenne ihn nicht. Aber irgendwann werden wir es schon wissen, wer das ist. Das ist der Wolfgang Amadeus Mozart. Oh Leute, ich habe Rihanna gefunden. Ah, das ist die Rihanna. Ich finde dich cool. Die schauen so täuschend echt aus. George Clooney, neben dem kann man sich auch. Also ich verdrücke jetzt mal eine Breze mit dem George, ne? Wir sehen uns nachher. So, die letzte Person, die ich jetzt gefunden habe, ist Leonardo DiCaprio. Also es ist jetzt abends um kurz vor 9:30 und wir sind schon vor längerer Zeit, also wir sind um 6 wieder heimgefahren und also ins Hostel und dann
ja, es war halt eben relativ schlechtes Wetter draußen. Und es hat geregnet, so gut wie die ganze Zeit. Und ich wollte eigentlich noch mehr drehen. Ich wollte dann auch im Schloss Schönbrunn vielleicht noch von vorne was drehen, aber das hat dann auch nicht so funktioniert, weil es halt dann eben geregnet hat. Und dann sind wir zum Naturhistorischen Museum dann sind wir nochmal zum Mittagessen gefahren. Und danach sind wir dann zum Naturhistorischen Museum gegangen. Und da hat es aber leider die ganze Zeit geregnet, was voll der Scheiß war. Und dann waren wir halt eben in dem Naturhistorischen Museum drin. Das war auch ganz interessant. Da haben wir dann so die Evolution des Menschen gesehen. Und danach waren wir dann in Madame Tussauds, wie man in den vorherigen Clips gerade sehen konnte. Da habe ich ganz interessante Menschen gesehen. Da war auch zum Beispiel der Papst oder Angela Merkel oder so. Und war ganz lustig. Also das war mit Abstand das Beste, was ich heute gehabt habe, so von dem Tag. Und also finde ich jetzt. Und danach sind wir halt dann eben wieder hierher gefahren ins Hostel und jetzt schon was am Fernsehen oder so. Und ich bin gerade alleine auf dem Zimmer. Und ja, übrigens ist das hier der Hardrock Café Pulli. Hardrock Café Vienna. Und das ist voll toll. Und der ist so flauschig und so. Und wir sind jetzt schon seit Mittwoch hier. Und jetzt ist heute ist gerade Freitag. Und morgen fahren wir leider schon wieder heim. Aber ich wollte eigentlich am Mittwoch anfangen zu drehen. Aber das hat dann nicht geklappt, weil das war dann so komisch. Es hat geheißen, wir kommen um 3 rein und um, wann war es, um 6 oder so? Nein, es hat geheißen gehabt, wir können um 3 auf die Zimmer und zum Schluss waren wir halb 4 oder um 4 auf den Zimmern. Danach sind wir dann noch zum Hauptbahnhof rübergegangen, der ist ja nicht weit entfernt von hier. Und dann sind wir am Abend dann noch ins Musical gegangen, zu Mary Poppins, was auch ganz interessant war. Da wollte ich dann auch irgendwie filmen, was aber wieder nicht geklappt hat. Und keine Ahnung, dann am Mittwoch waren wir, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren. Also, am Donnerstag, also gestern, da waren wir, jetzt wartet mal, da waren wir am Prater, kurz. Genau, da haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht und danach waren wir noch im Kunsthaus Wien beim 100 Wasser und ich fand halt eben auch, die Stadtrundfahrt war ziemlich cool gestaltet und ja, das Kunsthaus Wien ging auch. Ups, mein Akku ist gerade leer, zeigt es mir gerade an. Auf jeden Fall war es halt eben schon ziemlich cool und ja, mal schauen. Also morgen werden wir dann relativ früh hier wegfahren und dann werden wir an der Grenze ein bisschen stehen bleiben, weil an der Grenze ist ja so viel los wegen den Kontrollen seit kurzem. Und ja, das regnet jetzt auch noch und wir haben hier voll die schöne Aussicht. Wartet mal, da guckt mal raus. Also ich glaube, man kann jetzt nicht so viel sehen, aber es regnet einfach schon den ganzen Tag. Und das ist einfach perfektes Wetter für eine Abschlussfahrt eigentlich. Also ich weiß ja nicht, also wieso in einen Ort fahren, wo die Sonne scheint und wo es warm ist, wenn man auch ins regnerische Wien fahren kann. Aber naja, es war dennoch schön und leider konnten wir bloß für 3 Tage bleiben und nicht länger. Aber es ist dennoch voll schön. Und ja, da würde ich mal sagen, ja, bis morgen und ciao! Also, ich hatte jetzt leider keine Zeit mehr zum Drehen, aber wir sind dann, glaube 5,5 Stunden heimgefahren. Und ja, wenn euch solche Videos gefallen oder wenn ich öfters mal solche Vlogs drehen sollte, dann gebt mal dem Video einen Daumen nach oben und schreibt auch mir gerne unten in die Comments, was ihr so für Videos sehen wollt demnächst. Und ja, jetzt sind die letzten 2 Wochen keine Videos gekommen. Könnte sein, dass ihr euch fragt, wieso. Aber dafür gibt es einen simplen Grund. Mein Laptop hat gesponnen und dadurch hatte ich halt eben kein Internet bei meinem Laptop. Und da konnte ich halt eben keine Videos hochladen. Und daher war das ein bisschen doof. Und jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt wieder funktioniert. Also ich denke mal, dass es jetzt wieder funktioniert. Und daher jetzt dann wieder regelmäßig jeden Montag ein Video kommt. Und ja, wenn ihr Ideen habt für neue Videos oder so, dann könnt ihr mir gerne etwas unten in die Comments schreiben.
Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt und sowas. Und ja, ciao, bis nächste Woche.